sehen, wenn wir eventuell gewinnen oder einen Punkt holen. Kaiserslautern zu Gast in Bielefeld. Gleich in RAN. Denn er, Stefan Kunz, der ehemalige Lauterer, verlässt Bielefeld. Sein Vertrag, der eigentlich noch ein Jahr läuft, wird zum Ende der Saison aufgelöst. Das Ergebnis der ständigen Querelen zwischen dem Kapitän und seinem Trainer Ernst Mittendorf. Mitten im roten Block das Objekt der Begierde. Für die Fans scheint es ausgemachte Sache, dass die Schüssel nach 7 Jahren wieder in die Pfalz geht. Rund 4000 reisten heute mit. Dann gehen wir ins Spiel. Die Gäste in Rot, weiterhin ohne Ratinho, ansonsten mit der Formation der letzten Spiele. Und sie begannen mit Blick nach vorne. Zafirov, der Bulgare, klärt zum Eckstoß. Und das macht immer Martin Wagner, der Fachmann für solche Gelegenheiten. 9 Tore hat er schon vorbereitet, damit ist er der Beste bei Lautern. Wagner, dann Marschall und Robmas gerade noch dazwischen. 3,5 Minuten vorbei und schon die erste gute Chance für den Tabellenführer. Lautern mit absolutem Siegeswillen. Niemand, so sagten sie vorher, kann uns noch aufhalten. Reich, der spielte heute rechts. Wieder mal eine Überraschung, die Rehhagel parat hatte. Dann geklärt durch Riedlewitz. Und die Gäste setzen nach. Schönberg auf Ristoff gespielt und er ist drin. Aber Schiedsrichter Strampe sagt Abseits. In solchen Fällen muss man sich auf seinen Assistenten verlassen. In diesem Fall aber war der Unparteiische verlassen, denn das Tor hätte zählen müssen. Beim Abspiel von Schönberg stand Ristoff auf gleicher Höhe mit dem letzten Mann der Bielefelder und das ist erlaubt. Eine Fehlentscheidung also und ein verpasstes frühes Führungstor. Dafür kam dann so langsam Bielefeld ins Spiel. Reyna gegen Axel Roos, sein direkter Gegenspieler heute. Immer noch Reyna. Weiter auf Maas, dann Riedlewitz. Der schaut kurz, dann langer Ball auf Reyna. Und da hatten die Blauen den Torschrei schon auf den Lippen. Gut gemacht von Riedlewitz, tolle Flanke und dann lässt Axel Roos dem Arminen sehr viel Freiheit. Er ist natürlich auch durch seine Körpergröße im Luftkampf gehandicapt. Versammelte Lauterer Kompetenz auf der Tribüne, Präsident Kessler und Beate Rehhagel, Schreck in der Abendstunde in der Szene, die sie eben gesehen haben. Freistoß Lauter. Das Team marschierte weiter. Wagner aus 30 Metern, ein Riesenschuss und Miletic hatte alle Mühe, die Hände dann auch rechtzeitig an den Ball zu bringen. Das brannte wohl mächtig und irgendwie muss Miletic auch die Kraft von Wagners Fuß unterschätzt haben. Da wäre ihm der Ball beinahe noch über die Hände ins Tor gerutscht. Otto Rehhagel, den Titel vor Augen, hingeschaut, Bewunderung für Wagner und Gefühle verstecken. Ein klasse Bundesligaspiel in der ersten Halbzeit. Es lebte vor allem vom Engagement des ersten FC Kaiserslautern. Schönberg war das. Dann Sforza. Buck kommt da. Reich, der da drüben gerade mit seinen Flanken sehr positiv auffiel. Die Möglichkeit für Olaf Marschall, sein zweiter Versuch. Da war noch nicht einmal eine Viertelstunde gespielt. Vor den 3 Toren gegen Gladbach hat er wieder seine alten Schlappen rausgeholt. Die trug er auch heute, sie sollten ihm Glück bringen. Und Lautern weiter mit den größeren Spielanteilen. Sie hatten wesentlich mehr Ballkontakte und sie waren unglaublich zweikampfstark. Kyriakos Sforza beim Einwurf. Er schleppt sich mit seiner Verletzung durch die Saison. Aber flanken, das kann er. Auf Marschall. Und ins Tor. 0:1 in der 24. Minute. Und wer anders als Olaf Marschall könnte es sein? Sein dritter Versuch, sein erster Treffer heute und das 18. Saisontor insgesamt. Der Wegbereiter hieß Kyriakos Sforza. Ein Mann mit Auge. Eine Flanke nach Maas. Und Marschall setzt sich rechtzeitig von seinem Gegenspieler ab. Und dann macht er nur noch das, wofür er bezahlt wird. Es war aber auch ein Stellungsfehler von Carsten Brehmke. Ball falsch eingeschätzt. Im 4. Bundesligaspiel kann das passieren. Die Frage ist nur, ob man so einen unerfahrenen Mann gleich gegen Olaf Marschall stellen muss. Otto Rehhagel im Vorlauf zum Tor. Ruhig, aber angespannt. Und dann 2 Fäuste im Kampf gegen die Bayern. In der Lauterer Promi-Ecke geschah dies.
Noch schauen sie gelassen zu, dann schon etwas angespannter. Und jetzt Herzen küssen, fröhlich sein. Auch Beate bekam ihr Bussi und wurde verlegen wie ein Teenie. Aber schön war es irgendwie doch, oder? Das Tor nochmal. Der Fuß von Miletic, einen Bruchteil zu spät ausgefahren. Und das war der Moment, als die Pfalz aufblühte. Die Bielefelder Führungsspitze war übrigens gestern noch in München, um sich das Trainingsgelände dort anzuschauen. Da wird man wohl auch über das Spiel heute geredet haben. Einige werteten das schon wieder mal als Störfeuer der Bayern. Egal wie, Arminia kam mit diesem Schuss aus der Distanz. Stefan Kuntz. Und sein Widersacher auf der Bank ohne Reaktion nach dieser Chance. Dafür aber gaben die Fans Gas. Sie forderten Mittendorf raus. So langsam drehten sich die Verhältnisse. Die Heimmannschaft begann mitzuspielen. Katletz mit seinem Abwehrversuch. Dann wieder Kuntz. Rehner gegen Katletz auf Ali Day. Und plötzlich und unerwartet steht es 1:1. Ein Tor wie aus heiterem Himmel, denn Lautern war bisher die dominierende Mannschaft. Katletz steht etwas weit entfernt von Rehner und dann ist Schönberg zweiter Sieger gegen den Iraner. Eigentlich die erste passable Torchance. Beate Rehhagel, die Frau vom Fach. Selbst das Abwinken nach dem Gegentor war total professionell. 1:1 also, schmeichelhaft für Bielefeld, doch Lautern ließ sich nicht schocken. Sie griffen früh an, ein aggressives Vorchecking und das zahlte sich aus. Schönberg startet zu einem Solo, Stratos bei ihm und nur das Happy End fehlte bei diesem Glanzauftritt. Der Däne wollte offensichtlich seine kleine Unpässlichkeit beim Ausgleich sofort wieder wettmachen. Da haben sie es nochmal. Ein energischer Antritt. Stratos kommt nicht mit. Dann fällt er auch noch fatal. Der Bielefelder kugelte sich die Schulter aus. Musste raus. Und für ihn kam dann Ziloy. Halbzeit. Unentschieden und die Fans aus der Pfalz frohen Mutes, denn die Leistung ihrer Mannschaft, sie stimmte. Das 2:1 schien nur eine Frage der Zeit. Zu Beginn der zweiten Hälfte dann Lautrer Mittelstürmergeschichte auf einem Bild. Der Meister von 91 und sein Nachfolger, der noch nicht Meister, von 98. Und weiter ging es mit den Gästen. Sie marschierten unentwegt weiter nach vorn. Martin Wagner, Riedlewitz ist bei ihm. Er versucht es alleine. Die Flanke aus der Bedrängnis heraus. Und Olaf Marschall gegen Miletic. Großer Einsatz von Marschall, der so nebenbei weiterhin um sein WM-Ticket kämpft. Sie sehen hier in der Mitte nochmal den Fehler von Bremke, der jetzt gegen Ristov spielte, während sich nun Zafirov um Marschall kümmern sollte. Doch auch der hatte seine liebe Not. Toller Einsatz des Bielefelder Schlussmanns, der heute zu den Besten in seinem Team gehörte. Stefan Kuntz, ein fataler Pass auf Reich, ungewollte Amtshilfe des Ex-Lauterers. Immer noch Reich. Sforza läuft da, kein Abseits. Weiter auf Ristov und da fehlte ein einziger Schritt. Sie merken, Lautern weiter überlegen. Die Gäste wollten die erneute Führung erzwingen. Dann aber Ecke Bielefeld. Zafirovs unglücklicher Kopfball, das gibt die Möglichkeit zum Konter. Jetzt schnell das Mittelfeld überbrücken. Ristov, der Bulgare. Puck läuft da in der Mitte und schnell ist er ja. Wieder Miletic. Da haben sie noch einmal den Antritt von Puck, dann schaut er noch kurz auf den Ball. Gute Reaktion des Torhüters Dermin. Der anschließende Eckstoß. Von rechts macht das immer Sforza. Marschall kommt da und erneut Miletic.
Der musste eigentlich drin sein. Und Olaf Marschall hätte es sich auch verdient gehabt heute. Von hinten kommt er da. Und da ist schon fast ein Reflex von Miletic. Eine Stunde vorbei. Die Partie jetzt etwas ruhiger. Aber es war nur eine ganz kurze Auszeit, die sich die Akteure nahmen. Wie das Forza. Und Ristorf. Miletic. Immer wieder Miletic. Bielefelds Keeper heute ein makelloser Stellvertreter für den ins Abseits geratenen Koch. Und Otto Rehhagel verschmähte fortan jede Art von Getränken. Es war sehr viel Dramatik im Spiel. Trotzdem blieb es fair. Solche Szenen gehörten eher zu den Raritäten an diesem Abend. Eine Partie, die auf des Messers Schneide stand. Jetzt mal wieder Bielefeld. Ali Day von Maul ins Spiel gebracht und sein zweites Tor. Die Arminia führt. Der siebte Treffer für den Mann aus dem Iran und es war die erste Chance für die Arminia in der zweiten Halbzeit. Eingeleitet von Maul. Und dann ist Ali Day schneller und beim Kopfball präziser und erfolgreicher als sein Bewacher, als Harry Koch. Ein verrücktes Spiel. Die Gäste dominieren, die Hausherren schießen die Tore. Tja, und so sah Otto Rehhagel den Rückstand seiner Mannschaft. Da bestimmte schon ein ganzes Stück Ironie die Art des Handelns. Direkt nach dem Rückstand Verstärkung der Offensive. Riesche kam, der Mann für die späten Tore. Über die Hälfte seiner Treffer erzielte er in der letzten Viertelstunde. Und Kaiserslautern ging auf Aufholjagd. Die Ereignisse, sie sollten sich überschlagen. Roos hinein in die Mitte, nachgesetzt. Marschall. Olaf Marschall zusammen mit Sforza, die Seele des Geschäfts. Otto Rehhagel trieb sein Team an. Und er wechselte erneut aus. Kuka kam nun ins Spiel, der vierte Stürmer. Die Devise des Coaches aus Kaiserslautern, alles oder nichts. Dann die Schlussviertelstunde, die anfälligste Zeit von Bielefeld. 11 Gegentore haben sie da schon bekommen. Aber jetzt führen sie 2:1. Cutlets. Schönberg wartet. Er schaltete sich immer mehr in die Offensive ein. Wird kaum angegriffen. Und das war knapp. Siloy etwas passiv, dreht sich sogar ab. Und das ergibt für Schönberg diese Möglichkeit. 10 Minuten noch. Immer noch 2:1 für Bielefeld. Und immer noch nicht redlich verdient. Ballack neu im Spiel. Wagner läuft sich da frei. Sie bäumten sich auf und sie stemmten sich mit unbändigem Willen gegen das Unfassbare. 25 Torschüsse hatte Lautern schon auf dem Konto, aber nur einmal hatten sie getroffen. Doch sie legten weiter nach. Die nächste Chance, Miletic mit den Fingern dazwischen bei diesem Einsatz von Risse. Und immer wieder über die Flügel eingeleitet, in die Mitte hinein, Risse mit dem Kopf. Da war knapp noch dran. 5 Minuten noch. Bielefeld wollte dieses 2:1 über die Zeit bringen. Sie wollten sich die letzte Chance im Abstiegskampf erhalten. Wieder von Ballack weitergegeben, der Ball Sforza. Kuka! Es war wie verhext. Drückend überlegen, aber der Ball wollte nicht rein. Eine dramatische Partie und hochklassig war sie dazu. Wieder Lautern. Nur noch Lautern. Sforza. Wagner. Buck. Risse. Und das Tor. Klasse gemacht und wieder zu später Stunde. Das 2:2 in der 87. Minute. Ein erlösendes Erlebnis für sämtliche Herrschaften in Rot. Die Flanke von Wagner. Dann die Ablage von Buck und ein Fallrückzieher in so einer Situation. Aber was soll er auch anders machen, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht? Nur können muss man sehen.
Otto Rehhagel, eine lange Strecke bis zum Titel. Immer wieder späte Tore. Und das führt zu solchen Emotionen. Und das Tor aus Tribünensicht. Zittern, hoffen, jubeln. Die Herren vom Vorstand wie kleine Bubis beim siegreichen Cowboy- und Indianerspiel. Nur die Dame bewahrte Kontenance. Die Lautrer Fans, sie fiebern mit, sie zittern mit. Und dann machen die Herzen Jubelsprünge. Die Pfalz im Rausch, die Pfalz tanzt. Aber das war noch längst nicht alles. Jetzt begann die wildeste Zeit der Partie. Jetzt wollten die Gäste auch noch den totalen Triumph. Doch zunächst Bielefeld. Riedlewitz kommt da plötzlich. Nur eine Minute nach dem Ausgleich diese große Möglichkeit zur erneuten Führung. Dann die Nachspielzeit. Und die Szenen überschlagen sich weiterhin. Hier war noch längst nicht alles gelaufen. Freistoß Lautern. Sforza. Riesche und Christoph. Diesmal stand Miletic eher zufällig im Weg. Rainer Stumpf, der Co-Trainer, konnte es nicht fassen. Meine Güte, Pfosten. Das war sie. Die Chance, diese Partie doch noch siegreich nach Hause zu bringen. Tja, Christoph, wahrscheinlich kam der Ball viel zu überraschend zu ihm. 3 Minuten drüber, immer noch nicht Schluss. Lautern mobilisiert die letzten Kräfte. Und erneut über links, Martin Wagner. Noch einmal abgewehrt. Nur noch den Ball wegschlagen, das war die Devise von Bielefeld. Cutlets, er setzte nach. Marschall ganz alleine. Der musste eigentlich rein und dann wäre es eine Parallele zum Gladbach-Spiel gewesen. Noch einmal 3:2 mit dem Schlusspfiff. Was für ein Stoff für Fußballromane. Da ist er ganz frei, hat Zeit. Und dann Miletic mit dem Unterschenkel. Eigentlich alles richtig gemacht, der Olaf Marschall. Gut gelaufen, drauf geschaut auf den Ball, nur nicht gesehen, wo der Torwart in dem Zeitpunkt war. Und die Fans erlebten es so. Sie hatten den Torschrei schon auf den Lippen. Heute Abend, da gab es Fußball mit Emotionsschub. Otto Rehhagel mit einem neuerlichen Adrenalinschub. Hier wurde die Leidensfähigkeit eines Trainers geprüft. Zurück, zurück, jetzt bloß ich ein Gegentor. So reagiert er immer nach solchen Chancen kurz vor Ende. Und dann war endlich Ende. Ein klasse Spiel, das nicht für schwache Nerven war. Der FCK hätte einen Sieg verdient gehabt, doch Bielefeld wehrte sich mit Glück und mit Miletic. Die Arminia hat nun weiterhin Chancen auf den Klassenerhalt, doch die sind rein theoretischer Natur. Klaus Feldmann mit Arminia. Sagen Sie mal, wie viele Arme haben Sie eigentlich? Ja, 2, aber manchmal wächst man halt über sich hinaus. Wenn man mehr zu tun kriegt, dann ist das von Torwart immer nicht schlecht. Wir haben generell die letzten 3 Spiele, seit es hieß, wir werden zerstritten, haben wir gezeigt, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz sein können. Wir mussten es auf dem Platz zeigen, weil drumherum kann man durch Reederei kann man das nicht hervorrufen. Und insgesamt muss man schon sagen, dass wir stolz sind, wenn wir uns jetzt so auch verabschieden sollten aus der ersten Liga. Gut, für uns ist das Ergebnis sicherlich nicht das, was wir wollten, was uns die Chance verbessert. Jörg Dahlmann hat auch mitgefragt und hier haben wir Lautern. Gekämpft, geschwitzt, 1 Punkt gewonnen. Dennoch keine Glückseligkeit bei den Gästen, denn dieses 2:2 war nur ein kleiner Schritt zur Meisterschaft. Die nächsten müssen nun folgen. Abpfiff auf der Alm. Sforza winkt ab. Enttäuschung. Einige seiner Kollegen, selbst Torschütze Rische, suchen das Weite vor lästigen Fragen über die Bayern. Auch Sforza kneift. Nicht Olaf Marschall. Er plaudert sogar mit Bielefelds tollem Torwart, Krake Miletic. Ich hab ihm gesagt, er hätte sich nicht hinhauen sollen. Dann wäre er vielleicht reingegangen. Aber der kann er nicht für Sie spielen, der Torwart. Er hätte vielleicht anders springen können. Ja, es ging halt um seine Chance. Vor allem die letzte, da fragt er mich, was ich machen würde, wenn er einen Lupfer ansetzt. Aber das war halt instinktiv. Ich sagte, beim ersten Tor wollte ich auch entgegengehen. Da habe ich gewartet und dann hat er ihn versenkt. Jetzt habe ich mal anders versucht. Wegen Miletic hätte der FCK sich beinahe 2 blaue Augen geholt. Dänische Fußballweisheiten. Ich kann nur sagen,
beim Fußballer gewinnt nicht immer der Bessere. Aber ist das nicht deprimierend? Ich meine, ihr habt ja bestimmt sehr viel vorgenommen heute, ne? Natürlich wollten wir gewinnen, aber ich sage, jetzt sind wir 2 Punkte vorne und Punkt für Punkt. Wir kommen immer näher dran. So ein Spiel habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Also die letzten 3 Minuten hatten wir, glaube ich, also 500%ige Torchancen. Es war heute so ein Tag, an dem die Schönheit leidet. Verwunderlich ist, dass sie auch ihre volle Haarpracht haben, denn normalerweise müssen einem die Haare ausfallen, wenn man sieht, wie die Torchancen vergeben werden. Naja, dass ich noch keine grauen Haare habe, ruht auf folgende Tatsache. Meine Frau Mama, die leider nicht mehr unter uns weilt, hat auch im hohen Alter noch keine grauen Haare gehabt. Das ist einfach, glaube ich, genbedingt. Ach ja, und dann war da noch die Wut über den hinterlistigen Flirt der Bayern mit den arglosen Arminen. Ja, das ist also mehr als erstaunlich. Jeder Fußballer, der hier in diesem Geschäft ist, wird das kaum verstehen können. Also, dass die freitags vor solch einem Spiel mit einer Delegation nach Bayern München fahren, wo die Bayern versuchen, jede Gelegenheit zu nutzen, um uns sagen wir, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Da muss man wirklich sagen, das ist der Witz des Jahres, nicht wahr? Das dann als Besuch zu deklarieren, wo man das ein Trainingsgelände beobachtet. Und die sagen, die wollen hier so ein Trainingsgelände bauen wie die Bayern. Da finde ich sagenhaft. Aber gut, ich meine, jeder kann hinfahren, wo er will, nicht wahr? Super, freies Reisen dank Rehhagel bleibt der erfahrene Otto der alte Hase in Sachen Herzschlagfinale. Ich habe schon oft in meinem Leben die Meisterschaft am letzten Tag gewonnen und am letzten Tag verloren. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Ja, Otto Rehhagel war wirklich stocksauer wegen des angeblichen Flirts der Bielefelder mit den Bayern. Er hat noch eine kleine Spitze losgelassen. Er hat gesagt, wir freuen uns schon in der nächsten Saison wieder hier zu spielen, dann aber gegen den FC Gütersloh. Das ist ein bisschen gemein, das konnte er sich da nicht verkneifen am Schluss. Für die Bielefelder hat sich das Daumendrücken für die Münchner, hat sich das Daumendrücken für die Bielefelder ausgezahlt. Zur Situation in München gleich mehr. Jetzt gucken wir uns aber erstmal die Tabelle an nach diesen Spielen, nach diesem Spiel gerade. Und wir sehen, der Abstand zwischen Kaiserslautern und Bayern jetzt 2 Punkte. Das heißt, es ist immer noch alles möglich. Die Entscheidung im Titelrennen kann fallen am nächsten Samstag oder wirklich erst am allerletzten Spieltag. Ran an den 27. Spieltag des Tabellenführers. Kaiserslautern jetzt mit 2 Punkten Vorsprung auf die Bayern. Es bleibt dabei, die Münchner können aus eigener Kraft nicht mehr Meister werden. Leverkusen verabschiedet sich endgültig von allen Champions League Hoffnungen. Schalke ist wieder drin im internationalen Geschäft. Für Dortmund bleibt wohl nur der UI Cup. Duisburg hatte heute spielfrei, darf aber trotzdem feiern. Da München sicher in der Champions League vertreten ist, spielen die Duisburger im Pokalsiegerwettbewerb. Hertha seit 4 Spielen sieglos, weiter Platz 11 für die Berliner. Bochum klettert auf 13 und hat jetzt ein 3-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze. Die Kölner haben nach der 4. Niederlage in Folge die Chance verpasst, sich aus den Abstiegsrängen zu verabschieden. Bielefeld kann theoretisch noch auf den Klassenerhalt hoffen. Dank an Kiper Miletic und Samstag geht das Theater schon weiter. Bielefeld gegen Köln. Gladbach gegen Rostock. Bremen empfängt Bochum. KSC gegen Stuttgart. 1860 gewinnt gegen Schalke oder auch nicht. Leverkusen gegen Hertha. Dortmund gegen HSV. Im Meisterrennen empfängt Kaiserslautern Wolfsburg. Showdown am Betzenberg. Gänsehaut am Meistertag. Der Betze bebt, der Betze lebt, die Bayern bangen. Schade nur, wenn Lautern Samstag Meister wird, findet die Ehrung nicht zu Hause statt. Die Schale gibt's erst am letzten Spieltag, fernab beim HSV. Eine Paarung fehlt noch. Ein Spiel in doppelter Ausführung, Duisburg gegen Bayern. Genau, denn so lautet auch das Pokal im Spiel. Doch Achtung, Lautern, Wettbewerbsverzerrung? Duisburgs Trainer outet sich. Ich bin seit jeher im Grunde ein Fan des FC Bayern München. Und wir im Umfeld, auch Mannschaft, haben den Bayern natürlich die Daumen gedrückt. Oh, oh, und das als Ex-Lauterer. Zur 87. Minute durchlitt Otto Rehhagel wahre Höllenqualen. Dann konnte er aufatmen. Wenigstens einen Punkt in Bielefeld, was in der Rechnung auf Verfolger Bayern nun einen Vorsprung von 2 Zählern ergibt. Aber erstmals wird deutlich, dass der ehrgeizige Plan des Aufsteigers vom Titel doch noch durchkreuzt werden könnte. Und das bringt die Pfälzer so richtig zum Kochen. Klaus Feldmann. Der Verteidiger heißt auch noch Koch. Torwart Reinke brutzelt als Hobby-Gourmet. Sie kochen gestern wie heute nach der Geschmacksrichtung. Ein bisschen deftiges. Sportliche Rezept heißt 6 Punkte für die Meisterschaft. Da
Das Bielefeld-Spiel der 1000 Chancen, es hat tatsächlich Emotionen geweckt. Ich bin ja fast zum Schluss aus dem Bett gefallen, weil ich war schon im Bett. Und dann habe ich mich dann die letzten 5 Minuten auf den Fußboden gelegt, weil ich gar nicht mehr rein wollte. Die Pfälzer Nachbereitung hatte auch vorausblickenden leichten Beigeschmack der verpassten Chance. Auf alle Fälle mehr Tore schießen als gestern, damit wir die Spiele gewinnen, weil es war bis... Sag mal, was wichtig ist. Der Rolli.